Grenzt euch auch niemals ein, wo ihr Informationsquellen haben könnt. Ich bin jetzt zum Beispiel hier, aber was ist denn hier? Aber was ist denn hier? Oder was ist wichtig ist aber auch, unabhängig von den Trainingszeiten, die du dann halt dort besuchst, ist es unheimlich wichtig, dass du das, was du dort gelernt hast, auch zu Hause wiederholst. Hinterfrage viel. Weil wenn du hinterfragst, suchst du automatisch schon Lösungen. Und diese... Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Mein Name ist Patrick Yilmaz. Ich bin der Typ, der gerne Packs von Wo macht. Ich möchte heute wieder ein Thema ansprechen, und zwar, worauf ich häufig angesprochen werde. Und zwar ist das Thema, lautet das Thema, wie lange brauche ich, um Wing Chun zu lernen? Ja, wie lange braucht man? Ich möchte das mal ein bisschen verallgemeinern. Wie lange braucht man? Schau mal. Unabhängig von Wing Chun, egal welche Art von Kampfsport oder Kampfkunst du machen möchtest, unabhängig welche Art, ist es an und für sich der eigene Fleiß. Wenn du zum Beispiel einmal im Monat zum Training gehst, ja, dann kannst du nicht erwarten, dass du das aus dir ein guter Kampfsport oder Kampfkünstler sein wird. Also ich möchte jetzt nicht nur auf Wing Chun basierend das Ganze erklären, sondern in wirklich vielerlei Hinsicht, in allen Bereichen von Kampfsport oder Kampfkunst. Das heißt, wenn du aber die Möglichkeit hast, viermal im Monat dahin zu gehen, dann wirst du natürlich erfolgreicher und wirst natürlich dementsprechend schneller einiges lernen. Wichtig ist aber auch, unabhängig von den Trainingszeiten, die du dann halt dort besuchst, ist es unheimlich wichtig, dass du das, was du dort gelernt hast, auch zu Hause wiederholst. Ja, das ist ein ganz einfaches System, wie zum Beispiel auch in der Schule. Als du damals Mathematik lernen solltest und du hast gelernt, dann hast du mit Sicherheit einiges besser gemacht, als wenn du nicht gelernt hattest. Und das heißt, diese permanente Wiederholungen, die du beim Training lernst, sorgen dafür, dass du automatisch besser wirst in dem, was du machst. Du wirst immer sicherer. Und das ist nämlich der Punkt. Das ist der Punkt. Je öfter du etwas probierst und studierst und inhalierst, desto besser wirst du auch in dem, was du machst. Du wirst selbstsicherer. Lern erstmal diesen Punkt, inhalier diesen Punkt. Und danach gehst du Schritt für Schritt weiter, Schritt für Schritt weiter. Diese Verknüpfungen, wie zum Beispiel in den Formeln, ja, als Beispiel, die musst du schon im Vorfeld erkennen. Was ist das? 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 Das und wofür? Wieso? Ne? Wieso nicht so? Wieso nicht so? Hinterfrage viel. Weil wenn du hinterfragst, suchst du automatisch schon Lösungen. Und diese Lösungen findet ihr im Internet zu Genüge. Sei es auf Englisch, sei es auf Türkisch, sei es auf Deutsch. Du kannst es dir wirklich YouTube, Google, überall ansehen. Man kriegt heutzutage auch die Informationen, die man braucht. Als ich damals Anfang 2000 mit dem ganzen Wing Chun System angefangen habe, da gab es das nicht so häufig wie heutzutage. Heutzutage kriegst du unheimlich viele Videos über Wing Chunler, über Kampfsportler, Kampfkünstler und allem Zip und Zap. Und ich würde mich auch schon so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ihr müsst nicht unbedingt super professionelle Leute euch ansehen, damit ihr super professionelle Sachen lernt. Pack das beste Beispiel, als ich damals in der zweiten Organisation, wo ich angemeldet war, da war so einer, ich war damals 6 oder 27, so roundabout, Mitte 20, und war schon sehr weit. Und da habe ich so einen Neuling in der Gruppe gehabt, der war 12 oder 13 Jahre alt. Der hat irgendetwas gemacht, wo ich gedacht habe, boah, ey, damit kann man was anfangen. Ja, der hat irgendwas gemacht, was ganz simpel ist, wo ich gedacht habe, ey, geil. Und das ist es nämlich. Grenzt euch auch niemals ein, wo ihr Informationsquellen haben könntet oder wichtige Informationen für euch ergattern könnt. Deswegen schaut immer vom Tellerrand hinaus. Guckt mal, was ich bin jetzt zum Beispiel hier. Aber was ist denn hier? Aber was ist denn hier? Oder was ist denn hier? Hier? Ne? Vielleicht bist du jetzt so super wie ein Chula oder Karate oder was auch immer, aber du siehst von Judo irgendeinen geilen Griffböller, wie der den Typen auf den Boden knallen lässt, dann kannst du das vielleicht sogar verknüpfen. Verstehst du? Und nicht nur auf Judo, sondern auch auf Karate oder auf sämtliche Sachen. Man sollte immer das Sinnvolle rauspicken und das trainieren. Und es sollte auch Spaß machen, Marc. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn du keinen Spaß hast in dem, was du machst, dann wirst du auch nicht erfolgreich.
Nochmal als Beispiel, ich nenne sehr gerne Beispiele. Mein Vater war Lehrer, deswegen mein Vater war genauso. Der hat immer, wenn er was erzählt hat, hat wenig geredet, aber wenn er was erzählt hat, hat er immer Beispiele genannt. Und wenn er gemerkt hat, ich check das nicht, hat er gesagt, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe und irgendwann wirst du es verstehen. Es muss und es sollte Spaß machen. Guckt euch mal zum Beispiel, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch an, aber guckt euch mal Cristiano Ronaldo an. Der Mann ist kurz vor dem 40. und spielt immer noch in einer ersten Liga. Jetzt kann man sagen, arabische Liga, ja morgen, arabische Liga hin oder her. Bist du genauso gut, dass du überhaupt in einer Liga spielst? In was für eine Liga spielst du denn, bevor du einen Cristiano Ronaldo kritisierst? Dieser Mann hat so viel Spaß an Fußball, ja, dass er weitermacht. Jetzt kann man sagen, gegen Geld. Ja und, würdest du es kostenlos machen, mein Freund? Der Mann ist eine Marke. Der Mann ist ein absolutes Vorbild mit seinem Ehrgeiz. Was ich damit sagen möchte, der Mann hat aus seiner Leidenschaft, aus seiner Liebe es so weit gebracht. Ich meine, mit Leidenschaft kann man sehr, sehr viel erreichen. Guckt euch zum Beispiel Messi an, bei dem ist die Leidenschaft ein bisschen verflogen, verflogenär. Er spielt bei Miami, ich weiß gar nicht, hat der überhaupt noch mal gespielt oder so, wie auch immer. Glaubt mir, Leute, wenn ihr mit Liebe und Leidenschaft in die Sache oder an die Sache rangeht, dann werdet ihr es schneller lernen. Wie lange, wenn du eine gute Wing Chun Schule oder eine gute Kampfkunst- oder Kampfsportschule hast, kann man schon sagen, dass ungefähr in so 6 Monaten, wenn du eifrig bist, wenn du fleißig bist, in 6 Monaten wirst du schon die ersten Änderungen an deinem Körper merken. Du wirst sportlicher, du wirst agiler, du wirst konzentrierter, du wirst ruhiger. Das sind dann schon die ersten Schritte. Also würde ich sagen, so 6 Monate, wenn du aber auch wirklich, das ist eine Voraussetzung, fleißig bist, kann man schon in 6 Monaten sehr gute Erfolge erzielen und dein Umfeld wird das auch merken. Dein Gang ändert sich. Dein Auftreten ändert sich. Du wirkst selbstsicherer. Und das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Selbstsicherheit. Wenn man nicht selbstsicher im Leben ist, das sage ich auch all meinen Schülern, wenn man nicht selbstsicher im Leben ist, dann lebt man nicht unbedingt glücklicher. Angst bremst. Versucht immer, das Beste aus eurem Leben zu machen, weil ihr habt nur ein einziges Leben und das ist sehr, sehr wichtig, meine Lieben. So, und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Wenn ihr das Video, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, ist auch kein Thema. Abonnieren müsst ihr mich nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. In dem Sinne, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Will einer einen Sticker haben? Wachstumbus-Sticker? 2 Stück habe ich. Meldet euch. Wenn nicht, dann behalte ich es. Auch kein Thema. So, in dem Sinne, haltet die Ohren steif, meine lieben Freunde. Geht mit Liebe ran. Vergesst niemals zu lächeln, weil Lächeln ist ein Schlüssel, womit ihr wirklich viele, viele, viele Schlösser knacken könnt. Ist viel erfolgreicher, als wenn ihr aggressiv an etwas rangeht. Aber ihr müsst nicht auf mich hören. Macht, wie ihr wollt. Ihr macht das schon. Heide, bis dann. So, das war auch erledigt.